Damit fehlt ihm noch ein Leck. Da haben wir kurz seine Freundin gesehen. Die vielleicht auch denken wird, auch noch nie bei einem PDC-Turnier dabei gewesen. Ich glaube, die ganze Reihe, inklusive Hermann, die stehen da und sagen, ja, es regnet, endlich, es ist mal Weihnachten für uns hier. Was für ein Wahnsinn. Und Sascha ist sich seiner Aufgabe hier bewusst, er muss so offene Türen einfach einrennen. Das darf er sich nicht entgehen lassen. Und das macht er hier, naja, für meine Begriffe, total entspannt. Er wirkt zwar natürlich wie ein Aufziehmännchen da oben, aber er hat 80er Average jetzt ist alles in Ordnung hier für ihn. Er zieht sein Ding durch. Und bekommt ja immer noch keinen Wind von vorne. Stuart Kellett wirft die x-te 24 in seinem Match. Kriegt die Darts einfach nicht auf den Punkt zusammengespielt. Sehr, sehr, sehr gut für Stoiner. 949. Noch 300 bis 301 bis zur zweiten Runde. Über eines müssen wir nicht groß reden. Wenn er denn gegen Van Gerven spielt, wird er sein Niveau natürlich anheben müssen. Oh, das wird auch von der Atmosphäre her eine ganz andere Veranstaltung sein. Abendsession, wie gesagt, am 27. Wir kennen alle die Walk-Ons von Michael Van Gerven. Also dann erlebt er wirklich mal, was es heißt, im Eli Pelli gegen den großen Namen zu spielen. Aber ich gönn's ihm. Ich gönn's ihm. Das ist eine tolle Sache. Er hat sich hier präsentiert in der Prelim. Hat sie so gespielt, wie ich es erwartet habe. Ein Soft-Tap-Dartspieler geht sofort auf Pace, der braucht nicht lange Anlaufzeit, hat es wunderbar hinbekommen, hat zwar das erste Leck verloren, aber den Rest hat er unter 18 gewonnen. So, und hier Stuart Kellett hat er relativ schnell erkannt, dass Stuart null auf Schiene ist. Und wir sind auf dem Weg zu dem möglichen ersten Matchstart von Sascha Stein. Nein, das hat diesmal nicht geklappt. Und ganz interessant übrigens, als er dann das Finale erreicht hatte, der Bulls Super League, da wusste der gar nicht, dass es ein Preisgeld für die Vorrunde gibt. Also hat er sich offensichtlich auch damit überhaupt nicht beschäftigt. Nein. Der hatte einfach das Ziel, ich will bei der WM mal mit dabei sein. Und jetzt ist er drauf und dran, zumindest schon mal 12.000 Pfund sicher zu haben. Ein Wahnsinn. Er geht da oben in die Rangliste. Er hat eine jetzt kommt Sascha Stein, mach's aus. 20 und Tops. Okay, und rein damit. Für Sascha Stein. Ah, Doppel 10 und Batsch. Jetzt cool bleiben. Komm, mach jetzt den Sack zu, Junge. Ja, mach den Sack zu, Junge. Also Junge. Ein paar Jungs aus Deutschland, die ihm hier die Stange halten. Doppel 16 für Kellett. Okay, durchatmen. Zwei Matchstarts nicht verwerten können. Kellett greift hier nochmal ein. Aber eine Chance bekommt Stein natürlich noch bei eigenem Anwurf. Sollte Kellett jetzt dieses vierte Leck des vierten Satzes gewinnen. Bewehrt. 58 Punkte. Nein, vier. Teil der Alexandra Palace, diese West Hall. Man kann schon fast sagen, die leer gefegt. Ja. Die Leute haben sich schon auf den Heimweg begeben. Wir hatten das gestern schon gesagt. Das kennen wir aus den letzten Jahren. Liegt einfach daran, dass die U-Bahn die letzte Viertel vor zwölf oder sowas fährt die. Und wenn dein Spiel dann angesetzt ist und die Jungs ärgern sich vor dir noch ein bisschen länger, dann kommst du halt über diese 12-Uhr-Barriere. Und dann ist halt nur noch kleiner Restanteil in der Halle, der vielleicht in der Nähe wohnt. 14. Da ist die Möglichkeit für Sascha dazwischen zu sprinten. Jetzt wäre es mal wieder Zeit für ein paar Triple. Das weiß er auch. Er geht nicht auf 18 mit dem ersten, was ich schade finde. Jetzt sind die 140. Jawohl, ist Sascha. Number, kann nicht direkt weiterspielen. Kellett 173. Geht als erster in den Finish-Bereich. Genau, deswegen egal. Wieder stecken lässt. Genau, deswegen egal. Genau, deswegen egal. Auf geht's. Sascha Stein. Wie Stuart Kellett sich hier langsam in seine Bestandteile auflöst. Da ist kein Power mehr hinterm Wurf, da ist kein Druck mehr. Er glaubt nicht an sich, da ist gar nichts da. Und einige Fans, die offensichtlich auch, glaube ich, schon alkoholische Getränke zu sich genommen haben, die feiern jetzt irgendwie die Darts, die halt nicht im Ziel stecken. Und Russ Bray schaltet sofort ein und
bittet die Zuschauer zur Kontenance. Steiner. Auf geht's. Steiner. Diesmal Triple 10, Doppel 16. Bekommt er ein oder zwei Darts aufs Break, aufs Match? Einen? 52. Wo geht er hin? 20. Der geht auf die Doppel 16. Auf geht's. Rein damit. Auszuhalten. Mach doch das Spiel aus. Ja. Wieder macht's Klick. Wenn ich mich schon so aufrege, wie muss sich Sascha denn erst fühlen? Über Twitter wird gefragt, hat Sascha überhaupt Urlaub zwischen den Feiertagen? Ja, ja, hat er. Er hat schon Zeit, noch hier eine zweite Runde zu spielen. Doppel 16 für Kelle. Doppel 16 für Kelle, das gibt's doch nicht. Plötzlich checkt er hier 108 Punkte. Das höchste Finish bislang in dieser Partie. Komm, Sascha. 2-2. Auf geht's. Jetzt mit eigenem Aufschlag. Ja, mit eigenem Aufschlag. Komm, die Partie jetzt auch mit diesem vierten Satz nach Hause bringen. Bring die Scheiße heim, ja. Und sieh mal, nicht, dass Kellett hier nochmal irgendwie so ein bisschen Aufwind bekommt, wenn er denn den vierten Satz gewinnen sollte, nachdem Stein schon Matchstarts hatte. Zwei Stück. Bis hierhin. Auf geht's, Stein. Sascha, auf geht's. Triple 20. Ja, noch ein. Ja, geht doch. Jawohl, Steiner. Mann, Mann. Wir haben oft drüber geredet, du gehst bis an die Grenze, aber wenig Leute haben es bis jetzt in Deutschland geschafft, über die Linie zu marschieren. Dean Will Stanley ist auch noch da, Freundeskreis. Oh. Was für ein Spiel. 2-2, 1-2 in den Legs, in Sets und 2-2 in den Legs. Ist ein guter Freund von Wes Newton, hat gestern auch mitgefiebert und konnte nicht glauben, dass sein Freund da gegen den Spanier rausging. Auf geht's. Aber jetzt macht's knack und er ist im Finishfeld, wenn er einen Triple trifft. Ja, aber so nicht. Er muss noch über die Linie gehen, er muss dieses letzte Mann, ey, Sascha. Machen, was ich ihm schon vor 7 Minuten zugetraut habe, als er seinen ersten Match startet. Ich nehme gerade 7 Minuten auf. Dankeschön, Stuart, Thomas Seiler. Erste Mal in diesem Spiel präsent, aber hier Seiler oder so. Kommt er wieder nicht in die Nähe von Sascha. Also das muss es doch jetzt gewesen sein. Ja, so nicht. Ja, so schon. Und so erst recht. Jawohl, stellt sich Shanghai. Jetzt kommt Sascha. Triple 20, Single und Doppel 20. 120. Fürs Match. Triple 20, einfach 20, Doppel 20. Mehr verlangen wir von dir nicht. 203 Rest. 183 auf Rest. Auf geht's. Es kommt. Triple 20, einfach 20. Das muss nicht nur reichen, das schafft er. 20. Rest. Na, schafft er noch nicht. Richtigkeitsfehler. Eins, es kennt ihn, es gibt. Jetzt sage ich ja nicht über Pace und jetzt diese richtige Mischung finden, aber es trifft das Triple. Ich wieder ausgesprungen. 60, 80, 103. Jetzt komm, auf geht's. Sascha, auf geht's. So, jetzt ist die Ziellinie, Steiner. Renn da durch. 19, Triple 19. Ah, verpasst die Triple, Single 16 für Bull. Bull! Bull, auf geht's. Match. Jawohl, und da ist es drin. Der dritte Match. Game, Set, and the Match. Sascha Stein, der Deutsche, steht in Runde 2 und spielt gegen Michael van Gerwen. Wenigstens, ich habe es ja in der Prognose gesagt, ein Deutscher kommt hoffentlich in die Runde 2 und einer hat es geschafft. Aber wir haben noch einen deutschen Eisen im Feuer, und zwar Max Hopp gegen Mervyn King. Bis zum nächsten Mal, euer Manuel. Ciao. Das war absolut auf Steiner zugeschnitten, diese Auslosung. Es ist keine Beschwerde, es ist einfach nur, ja, es ist mal genutzt worden. Sehr schön, Steiner. Welcome to the second round. Wir wollen dich nochmal wiedersehen. So, dieses Zweitrundenmatch gibt es dann am 27. Dezember von Sascha Stein. Wir sind morgen, oder besser gesagt heute, wieder ab 13.30 Uhr deutscher Zeit für Sie da. Und dann am Abend auch.